Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von Total War Rome 2. Ich bin Executrix. Wir haben in der letzten Folge erfolgreich die Forschung weiter vorangetrieben, sodass wir hier die Städte ausbauen können. Haben in jeder Provinz ein Minimum ein Bauprogramm getätigt. Hier in Latium sind wir fleißig dabei. In Italia ebenfalls, sodass wir hier jetzt ein bisschen weiterkommen, dass auch die Bevölkerung jetzt ein Schwung bekommt. Wir haben hier die Rebellion niedergeschlagen in Aquitanien und werden jetzt schauen, dass wir doch hier oben Namnitum noch einnehmen, um Gallia komplett unter unsere Kontrolle zu bringen. Haben die Legion ein bisschen aufgefrischt, ja, stellen jetzt hier die Truppen in Position, um auf das Gebiet der Ikener vorrücken zu können. Also ich will sie jetzt recht schnell zerschlagen. Wir haben es endlich fertig gebracht mit Massalia ein Zugangsrecht und eine defensive Allianz zu bilden. Zwar gegen Zahlung. Das Zugangsrecht haben wir recht einfach gekriegt. Für die defensive Allianz musste man ein bisschen drauflegen. Aber Hauptsache wir haben es. Die Massalia haben jetzt die Sueben zu ihrem Klientel gemacht. Da herrscht relativ Ruhe im Osten. Ich vermute mal ganz stark, dass die Massalia jetzt auch noch die Nervier attackieren werden. Und dass sie auch die noch zu ihrem Klientel machen, also dann hätten wir auch eine gesicherte Ostgrenze. Mit dem Bündnis und dem Zugangsrechten mit den Massaliern haben wir natürlich auch eine perfekte Ausgangslage, um jetzt gegen Spanien vorzugehen, da wir hier nicht mehr Umwege fahren müssen. Wir könnten natürlich auch durchmarschieren, aber man würde irgendwann der Zeitpunkt eintreffen, dass wir gegen Massalia selbst ziehen müssen. Und ich möchte eigentlich Massalia als Verbündeten behalten, um gegen Karthago ziehen zu können. Ja. Aber jetzt ist erstmal unser Fokus auf der Eroberung der britischen Inseln. In Südengland haben wir ebenfalls ein Abkommen geschlossen. Join your mighty strength with ours in this struggle. I ask for my people's sake. Dann akzeptieren wir mal. Ich hoffe nur, das wird uns jetzt nicht hier zurückwerfen, sage ich jetzt mal. Denn die Frage ist immer noch, wo ist die Aufstand in Kapital? Minus 10, Loyalty, Vermischen, Child has died, Populars. Ja, ja, wir haben ein Plus für die zivile Forschung. Der hat uns betrogen. Oh, wir kriegen besser trainierte Kavallerie. Jo, jetzt gucken wir uns die ganze Ausgangslage hier mal an. Hier sind die Ikener. Na, hier haben wir einen Transporter. Hier haben wir eine Flotte. Hier haben wir wieder einen General und einen Transporter. So, marschieren wir mal hier in Aquitanien ein. Ziehen hier die Legion nach.
Die Frage ist, können wir hier jetzt Truppen rekrutieren? Jo, können wir sogar... Ja, Equitas. Nochmal Equitas. Drei Stück. Warmer Sommer. Und hier. Ja, plus 40. Und das aber einstellen. Plus 32. Schicken wir die jetzt ebenfalls hoch. Plus 18. Plus 9, also das passt. Jo, die haben ein kleineres Problem. Der Transporter kommt nicht rechtzeitig hierher. Und Namnetum wurde angegriffen. Jetzt gucken wir doch uns aber hier nochmal gescheit um. Vielleicht kriegen wir hier sogar jetzt ein Plus. Flotte, feindliche Flotte, feindliche Flotte. Jo. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass wir hier mit genug kommen. Junior, Pazifist. Das ist der Nachfolger. Gucken wir gleich mal, wie sieht es denn hier an Kindern aus? Oder sterben hier plötzlich alle? Das ist 4. 27, 25, 28, 3. Ja, können wir da nichts machen. So, ab in die nächste Runde. Also Namnetum wird jetzt auf jeden Fall. Habe ich das gerade richtig gesehen? Hat hier jetzt tatsächlich eine massilische Flotte angegriffen? Das wäre ja heftig. Ja, okay, dann wäre es halt so. Teilen wir uns halt. Okay. Das werden wir uns gleich sehen. Oh, das macht sogar Sinn. Na super. Jetzt greifen die hier an. So, hier oben werden wir uns gleich mal einen Gegenschlag machen. Da haben die Nervier. Na, die können sich nicht halten. Ach, jetzt haben sie hier die Provinz befreit. Na, ganz toll. Jo, die, Massilia haben... Namnetum eingenommen. Und die Nervier haben eben gezeigt, dass sie doch noch was können. Das wird aber nicht wirklich von Dauer sein. Wir werden die Siedlung sofort zurückerobern. Und hier haben wir jetzt natürlich noch eine Flotte der Ikena. Das ist doch wieder zerschlagen werden, ist die ikenische Armee auf dem Festland. Loliabona werden wir auf jeden Fall zurückerobern, bevor uns hier unsere Verbündeten ebenfalls einen Strich durch die Rechnung machen und die Provinz auch noch schnappen. Weil das schwächt ja auch unsere Provinzverteilung in dieser Gegend.
So, dann wollen wir mal gucken. Piratenbaten haben wir keinen, können wir nicht mehr. Unelli, Unelli heißen sie. So. Ja, meine lieben Unelia, schön euch zu sehen. Ich werde aber nicht dulden, dass ihr mir hier... Dann greifen wir an. So, haben wir irgendwie große Verluste erlitten. Scipio wurde befördert. Gucken wir gleich mal. Wo war ich hier? Ja. Die Verteidigung beim Angriff können wir auf jeden Fall drauf zählen. So, jetzt bin ich gespannt. Wenn die jetzt nochmal gegen Amnitum losschlagen, könnten wir es zurückerobern. Hier oben. Jo. Werden wir jetzt gucken, dass wir die Siedlung gleich zurückerobern. Also ihr werdet nicht lange Freude haben. Das geht ja mal gar nicht. Ich hoffe ja jetzt, dass die Ikela wirklich die Siedlung zurückholen. Nämlich dann greifen mal an und werfen sie gerade ins Meer. Das wäre nämlich eine Schwächung für die ikinischen Streitkräfte. Die Nervia. Jetzt ziehen sie sich doch zurück. Aber verständlich, sie haben die Festlandarmee verloren. Beteiligen uns nicht. Haben sie befreit? Das war jetzt unsere Absicht. Denn jetzt können wir angreifen und die Streitmacht hier zerschlagen. Denn die Garnison ist nicht wirklich vorhanden. Die feindliche Armee ist immer noch auf See. Der Waffenhilfe gegen die Massalia haben wir jetzt keine Folge geleistet. Massalia, Namneten,
Wir haben die Namneten wieder. Neue politische Rang. Admiral. Vekorix. Quarto Trade. Krieg erklärt. Iverio gegen die Ikeni. Namneten und Ikeni. Namneten. So. Mit den Massaliern, wie sieht's denn hier aus? So. Wir werden jetzt aber hier gegen die Namneten auf jeden Fall vorrücken. Klar, den Krieg erklären. So, müsste machbar sein. Super. Jo, die sind gerade wieder fleißig am Rekrutieren. Schauen wir erstmal, dass wir hier im Norden die Sache geklärt kriegen. Hier kommt die nächste Legion anmarschiert. Hier oben Gallien, da wird es jetzt ein bisschen happig. Wo haben wir es denn? Da unten ist das erste Bauprojekt bald zu Ende. Wir werden es einfacher haben, wenn die ikenische Flotte abzieht. Weil ich habe eigentlich keine Lust, dass mir hier die Namniten jetzt wieder... So, die Nervier. Na, ich glaube gegen die. Okay, Julibona, da hat sich die nervische Flotte zurückgezogen. So. Oh, verflucht. Echt. Dass wir hier jetzt nicht einen hohen Preis zahlen müssen.
Wenn wir hier jetzt das Problem haben, dass die allgemeine Versorgungslage wieder zum Engpass wird, dann... Puh. Ich sag mal, was bringt es uns? So. Nein, Political Infantry. Situation. So, jetzt gucken wir uns das gerade mal an. Haben die noch irgendeine... So. Jetzt ist die Frage, wie lange können wir die Stadt halten? So, erstmal geht es jetzt darum, dass wir so, jetzt haben wir sie zu schlagen. Auch hier machen wir jetzt kurzen Prozess. Ebenfalls zerschlagen. So. Es ist natürlich Fakt, wir haben jetzt hier oben alles erobert, sind aber militärisch auch massiv geschwächt. So. Was hat man denn hier? Komm, machen wir hier einfach ein Feld auf Maus. Die Dämonier. Mal hier, Lusotanen, wie stehen wir denn mit denen da? So, die Attribaten, mit denen können wir handeln. Die Boyer und die Attrapaten sind neutral, die mögen sich nicht, aber wir können es mal probieren. So. Die Silvizier, die Hayak, die kenne ich nicht, kann ich mit denen handeln. Oh. Dann handeln wir mal mit den Ptolemäi. You undoubtedly have much to say, and I will listen. Karthago, wie sieht's denn hier aus?
greet you in my master's feared name. Okay, die wollen mich. Wenn ich will, der hat. Ja, hier ist das Problem, dass die Armeen komplett angeschlagen sind. Also wirklich federn lassen mussten. Jo, also allgemein haben wir hier jetzt den Norden unter Kontrolle. Ja, für die Cornelia. Wir haben auch in, wir haben auch das Kernland wieder unter Kontrolle. Winning Battle. Jo, dann machen wir mal weiter. Also wir haben, wir teilen uns jetzt Gallien mit den Massilien, haben die Namnetische Föderation zerschlagen, die Usia haben wir zerschlagen, das war aber auch unser Ziel. Und unser nächstes Ziel ist jetzt Großbritannien zu erobern. Aber erstmal unsere Streitkräfte aufzufrischen. Die massilische Armee wurde zerschlagen. Dann schauen wir mal hier unten noch die Marine. China. Hier müssen wir es natürlich aufpassen. Eben auch, weil wir aktuell nicht in der Lage sind, die Truppen rasch zu ersetzen. Aber die Frage, ob ein schneller Waffenstillstand vielleicht am besten ist. Dass wir kurz Frieden schließen, auch mit den Nervien. Einfach um jetzt die Truppen, um hier kurz Asculum. Ach nee, wo denn? Ach da. Ach, das ist doch ärgerlich. So. Die Legion ist jetzt auf dem Weg hier hoch. Die hier sind fast aufgefüllt.
Hier können wir hier runterschicken. Ja, er kommt hier mit Transportern. So, und am Nitum können wir hier eine Flotte aufbauen. Das ist halt die Frage. Aber hier jetzt recht schnell. Ah, wir können hier jetzt Holz. Holz auf jeden Fall und... doch auch was für die Einwohner tun. Biprakte. Wie sieht's denn hier aus? Construction. Sie haben jetzt schon ein bisschen was. So. Dann machen wir jetzt mal Bonus auf Einkommen. Und hier könnten wir jetzt mal schauen, dass wir... Population, Sell Slave. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall Verstärkung. Minus. Sieht's hier aus? Haben wir auch ein Minus? Ne, hier haben wir 300. Und ein Armeeturm. Wie viel haben wir denn da? Die Truppen schicke ich jetzt hier hin. So, lassen wir sie recht schnell voll kriegen. Patrouillieren, patrouillieren. So, ein paar Runden haben wir hier alles. Es wird halt interessant sein zu sehen, wie sich das weiterentwickelt. Also ich hoffe, wir kriegen jetzt unseren Nachschubschwierigkeitenproblem hin und in den Griff. Ah, so schön, die Lysotanen passen hier auf. Sehr schön, die Piraten sind vernichtet. Also, da passiert jetzt auf jeden Fall einiges.
Ah, die Kiener haben versucht, hier was zu erreichen, aber viel passiert da auch nicht. Also die Kiener sind jetzt, glaube ich, sehr gut geschwächt worden. Also muss man aufpassen, dass die nicht unsere militärische Schwäche ausnutzen. Ansonsten lege ich jetzt einfach Legionen zusammen und was? Bestimmt nicht. Das mache ich bestimmt nicht. Mit den Bäuern stimme ich mittlerweile auch gut. Es gibt gerade keinen Grund, hier wirklich weiter halt ergänzt. Gouverneur. So, jetzt hat er. Können wir die hier. Ne. Wenn wir es hier unten auffüllen können, dann wäre es super. Kampanische Kavallerie. Die können wir eigentlich jetzt auch entlassen. Die brauchen wir nicht mehr. So, zur Verteidigung sind sie bereit. Die hier. Und es passt. Und hier. Die sind gerade dabei, sich zu verbessern. In die Politik rein. 14 und 4. Er hasst Barbaren. Ist immer noch ein Pazifist. Na, der ist 50. Den Diplomaten schicken wir jetzt mal zu den Atrabaten. So. Biprakte. Ja, da sind wir jetzt am Schauen, dass wir hier jetzt einen Zufluss haben an Bevölkerung. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt einen Rückhalt. Militärisches Rückhaltsystem und Biprakte ist eigentlich unser Hauptstützpunkt in Gallien. Ja, wir sind immer noch gut aktiv. Lusatan schwächen weiter die Ikena. Nicht Angriffspakt mit den Bäuern. Ich habe gerade kein Interesse, nach Gallien einzumarschieren. Mm-hmm.
Ja, also mittlerweile sind wir hier ganz gut aufgestellt. Dämonier, Lusitan, die bekämpfen alle die Kina. Das soll nicht heißen, dass die Eroberung und Ausschaltung der Ikena jetzt einfach wird, aber es erleichtert unsere Aufgabe. Dem widersprechen wir. Plus minus Sayakam. So. Da ist doch noch einer. Militärisches Training. Und auch hier militärisches Training. Oh. Die Armee ist soweit aufgefrischt. So, wir haben ein Wachstum für 1. Plus 2. Also wir gucken jetzt, dass wir hier das Wachstum in Gang bringen. So, Lebanon haben wir ein minus 3. Das liegt halt am Wetter. Hier bei Roma sind wir jetzt auch kurz vor dem Fertigstellen der Jo. Also das, was man als erstes macht, ist diese vollen Legionen, die stark genug sind. Die werden wir hier oben bei Libolio und Namnentum stationieren, um Angriffen vorzubeugen. Aha, hier oben scheint die Massalia sich wieder bereit zu machen, gegen die Nervia zu marschieren. Unser nächstes Ziel ist es natürlich, die Truppen wieder aufzufüllen. Nein, ich will nicht gegen die Thuringier marschieren, denn die haben hier wirklich einen sehr hohen
Rückhalt. Und ich habe eigentlich keine Lust, mich hier in die Barbarenkriege einzumischen. Also noch nicht. So, Agent, den Hammer, Bild auf Mars, ja, lass mir jetzt einfach mal Unterstützungstruppen, jetzt als nächstes müssen wir hier bei Philosophie was machen. Dass hier der Imperiumsunterhalt runtergesenkt wird. Ein paar Truppen wird der definitiv. Hier hinten bekommen. Jetzt gucken wir gleich mal, können wir hier rekrutieren. Jo. Eine Abteilung haben wir schon mal. Können auch hier schon mal die Prinzeps wieder einführen. Oh. Schicken sie auch mal zurück. So, nächste Runde wird hier einiges passieren. Wir stehen eigentlich recht reich da. 24.000 an Einkommen. So, wir werden gleich einen Cut machen, wenn der Rom in die Größe gewachsen ist. Der Hammer, dass sich Pyrrhus immer noch hält.
So. Dann können wir jetzt wieder einen Cut machen und sehen uns dann gleich zur nächsten Folge wieder. Na, Piraten jagen, New Political Quartermaster Report. Naja, die Handvoll, also die können wir auch da hinten noch rekrutieren. Gucken wir gleich mal. Mediscover. Ach, hier oben. Jetzt näher aus. Auch hier sind noch massilianische Truppen. Jetzt haben wir hier noch eine zweite Armee. Also die werden sie jetzt bald zerschlagen. Haushalt. Mit Roma, Mediolanum. Ja, hier haben wir jetzt ein gutes Plus. Plus 8. Passt doch. Jetzt haben wir einen Plus von 30.000. Public Order. Hier unten geht's noch ein bisschen. Ja doch. Machen wir Taras, machen wir zur Stadt, wo wir jetzt wirklich auch Nahrung und so weiter bekommt. Jo, und mit dieser Erkenntnis machen wir hier jetzt einen Cut und speichern ab und sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dann, euer Exekutrix.